deines Ruhmes glänzt in Ost und West aufs Neue. Billy! Tatu! Die Deutschen sind weg, aber sie sind nicht weg. Es scheint, als wäre jemand tot und die Familie, die da bleibt, weint und klagt immer. Hier in Douala ist folgender Fall zum Symbol geworden. 1914, gerade als Deutschland seine Kolonien verlieren sollte, wurde ein Häuptling gehängt, weil er gegen das Kolonialsystem war. Die Deutschen wollen nicht faul Leute. Wollten nicht. Ich lernte, stark Mann zu sein, bis jetzt. Die Bestrafung ging zweimal vor sich. An einem Mittwoch erhielt der Verurteilte 25 Schläge mit dem Kiboko, am nächsten wieder 25. Insgesamt 50 Hiebe. Na komm! Wie oft sind wir geschritten auf steilen Niederpfad, wohl durch der Städte mitten, wenn Friede morgen naht. Wie lauschten wir den Klange, dem alten trauten Sange, der Träger und das Kari. Welche Reiche bei uns auch immer stürzten, welche Regierungsformen wechselten, welche Flaggen niedergeholt oder gehisst wurden, diese Szenen sind eiserne Überlieferung. Treue Askari und frohe Eingeborene, vereint unter dem starken Schild eines Patriarchats mit der Aufschrift »Streng, aber gerecht«. Das Heldentum des Tropenkollers, milde belächelt, fand schon damals seine Fotografen. Weniger die Fälle, da nicht auf Tiere, sondern auf Menschen geschossen wurde. Aber dafür gilt heute noch die Argumentation dieses Originalsprechers. Im Jahre 1904 entfachte der Häuptling Samuel Maharero den großen Herero-Aufstand. Im tiefsten Frieden wurden Farmer, Händler und Soldaten hinterrücks ermordet. General von Trotha rächte die feige Tat und schlug die Herero vernichtend in der großen Schlacht am Waterberge. Danach wurde Hausmusik gepflegt und allerlei nützliche Arbeit verrichtet, die der willige Schwarze von einem weißen Vorbild erlernte, dessen koloniale Selbstzensur über den Verlust der Kolonien hinaus sich so anhört. Hier in dieser Öde schafft sich der Deutsche eine neue Heimat. Er kann kolonisieren. Er versteht, mit den Eingeborenen umzugehen, die sich unter seiner Obhut auch heute noch sichtlich wohlfühlen. Nichts hat unsere Gegenwart so lebhaft und so unabgenutzt erreicht wie dieses romantisierte Verhältnis zwischen der deutschen Kolonialmacht und ihren schwarzen Schützlingen. Haya Safari, die Legende von der deutschen Kolonialidylle in Afrika. Sie ist so einmütig, sie beherrscht die Vorstellung so vollständig, dass wir uns die Kosten einer demoskopischen Befragung ersparen konnten. Sie ist kein Produkt der Kolonialepoche. Ihr Geburtsdatum lautet auf 1919. Seither sind Ihre Sprecher Deutsche und, wie Sie gesehen und gehört haben, auch Afrikaner. Unsere Doppelsendung ist von außen provoziert worden. Am 13. März 1964, bei den Begräbnisfeierlichkeiten zum Tode Paul von Lettow-Vorbecks, des allbekannten Idols aus der deutschen Kolonialepoche, wurde erklärt, der General sei einer der wenigen Großen unserer Zeit,
die mit Recht von sich behaupten könnten, Leitbilder der Gegenwart genannt zu werden. Der das erklärte, war nicht irgendwer, es war der Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland, Kai-Uwe von Hassel. Dieses Ereignis vor der kleinen Kirche des Gutes Pronsdorf im holsteinischen Landkreis Segeberg, einem Ereignis, dem Sie am Ende unserer Doppelsendung wieder begegnen werden, gab den Anstoß. Die politische Auseinandersetzung mit seinem geistigen Hintergrund ist der Sinn unserer Sendung, Ihr Herzstück, Ihre Attacke. Inzwischen sind viele Monate ins Land gegangen. Zeit genug, um die ehemaligen deutschen Kolonien in Afrika zu bereisen. Zeit genug auch, um in Deutschland zu forschen und zu erkennen, dass es zwischen kolonialer Wirklichkeit und kolonialer Legende keine Versöhnung geben kann. Hier liegt das letzte große Tabu unserer jüngeren Geschichte, das Hetzschelkind ganzer Generationen, eine verschleppte nationale Krankheit. Die Arbeit des politischen Publizisten ist nicht mehr als ein Teil der Wahrheit, dass jede Legende das Gesetz ihrer Zerstörung in sich selbst trägt. Ohne die Zerstörung dieser Legende aber gäbe es zwischen dem modernen Afrika, das begonnen hat, seine Geschichte selbst zu interpretieren und zu schreiben, und einer neuen, jüngeren deutschen Generation keine Aufrichtigkeit. Darin, in dieser Erkenntnis, liegt das Motiv unserer Sendung. Sie unterteilt sich in drei Hauptaspekte. Der erste Film befasst sich mit der kolonialen Eroberung und dem Verhältnis der Legende zu ihr. Der zweite mit dem, was damals Eingeborenenpolitik genannt wurde, sowie mit der Entstehung und den Folgen der Legende bis auf den heutigen Tag. Größerer Rahmen ist eine Menschheitsepoche, deren Götterdämmerung von unserem Jahrhundert endgültig eingeläutet worden ist. Die Kolonisierung der Welt, die Vorherrschaft des weißen Mannes. In diesem Mosaik der Fürchterlichkeit und der Größe ist unser Thema nur ein Steinchen. Aber es ist unseres. Afrikas künftiges Schicksal wird entschieden, als zu Beginn des 15. Jahrhunderts das zentrale Weltbild des Mittelmeers verblasst und Europa seine Küsten auf den Atlantik zu aus der Sicht verliert. Unter Heinrich dem Seefahrer werden die Portugiesen, die bisher vor dem Kap Bojador umzukehren pflegten, zu den unerschrockensten Nautikern ihrer Zeit. Mit dem Astrolabium und dem Quadrant an Bord hochseetüchtiger Schiffe ist zum ersten Mal in der Geschichte der Seeschifffahrt die Fähigkeit installiert, die Höhe des Polarsterns und der Mittagssonne zu messen. Das sind die Waffen, mit denen Christoph Kolumbus den Spott des spanischen Hochklerus zu Salamanca über seine Entdeckerpläne quittieren wird. Gesucht hat er nie etwas anderes als den Seeweg nach Indien. Eine amerikanische Inselgruppe trägt den Namen seines lebenslangen Irrtums noch heute. So köpft die Dynamik des Goldes gleichsam im Vorübergehen zunächst indianische Zivilisationen, die ihren spanischen Eroberern kulturell überlegen, waffentechnisch aber nicht gewachsen sind. Als der Seeweg nach Ostindien, Hauptobjekt jeder Kolonialpolitik, gefunden ist, wird der Subkontinent mit seiner ungeheuren Masse hochzivilisierter Völker jahrhundertelang der Schauplatz europäischer Plünderung und vor allem britischer Gräuel. Aber nicht Asien. Nordamerikas Plantagen werden das Schlachtfeld, auf dem gleichzeitig mit dem Vernichtungskrieg gegen die indianischen Ureinwohner Afrikas Blüte über ein Vierteljahrtausend hingeopfert werden soll. Weder der christliche Glaube noch sein Streit mit dem Islam konnten Europa davon abhalten, mit Hilfe arabischer Zutreiber, Jäger und Fänger die gesuchteste Handelsware der Ära über den Atlantik zu schicken: schwarze Sklaven. In diesen Handel teilen sich Spanier, Portugiesen, Engländer, Franzosen, Holländer und, nur für eine kurze Spanne, auch Deutsche. Ein kurfürstlich-brandenburgisches Zwischenspiel von 1683 bis 1717 hat an Westafrikas Küste nichts hinterlassen als die unnützen Quadern und Mauern von Großfriedrichsburg, in dessen Schutz Preußen ohne Glück und Erfolg vom großen Geschäft mit der menschlichen Ware profitieren wollte.
Es verliert das unrentable Unternehmen für 7.200 Dukaten und 2 Mohren an die Holländer. Das Kleinstaaten Deutschland kann nicht konkurrieren. Nach dem Willen anderer Mächte sollte Afrikas Beitrag zur Weltgeschichte über fast 4 Jahrhunderte in dem Verlust von 30 Millionen Menschen an beide Amerika bestehen. Dafür genügten befestigte Plätze an der Küste, Ladestationen für die Segler, Käfige nach Westen. Alles andere besorgte Afrika selbst. So kam es, dass 1875, als die USA ihr heutiges Gebiet fast erobert hatten, erst der 10. Teil Afrikas besetzt war. 24 Jahre später, um 1900, werden es 90% sein. In einer Atmosphäre internationaler Torschlusspanik werden die weißen Flecke auf der politischen Karte Afrikas das Ziel europäischer Expansionsbestrebungen. Und erst bei diesem Endkampf um die Aufteilung der Erde, eine Periode furchtbarer europäischer Kriege und Gräuel gegen die einheimische Bevölkerung, betritt Deutschland an der Spitze einen lange zögernden Bismarck die Weltbühne des späten Kolonialismus. In kürzester Zeit, nahezu unbehelligt von den traditionellen Kolonialmächten, legt es den Grundstein zur Eroberung seiner 4 afrikanischen Kolonien: Togo, Kamerun, Deutsch-Südwest und Deutsch-Ostafrika. Dazu ein verstreutes Südseeinselreich und später das chinesische Kiao Chau und Samoa. In wenigen Monaten des Jahres 1884 hatte sich Deutschland förmlich in die Reihe der großen Kolonialmächte hineinkatapultiert, in eine überseeische Problematik, deren Natur Eroberung und ihre Festigung hieß, für 30 Jahre. Diese Natur des Kolonialismus hat die Legende fast vollständig verdrängt, mithilfe von so monumentalen Bundesgenossen wie den alten deutschen Krankenhäusern, zum Beispiel in Dar es Salaam. Dr. Robert Koch in Afrika, die bedeutenden Entdeckungen der deutschen Tropenmedizin, die großartigen Erfolge eines Gesundheitswesens mit winzigem Personal, all das zählt zu den festen Größen der Überlieferung. Ebenso das System des Erziehungswesens mit seinen vielen Missions- und Staatsschulen, in denen Zehntausende von Afrikanern Elementarunterricht erhielten. Aber das eine wie das andere löst die Legende vom kolonialen Eigeninteresse. 1892 verpflanzt Dr. Richard Hindorf die Kultur des Sisal, noch heute eine der agrarischen Grundlagen Tansanias, nach Ostafrika. Kautschuk, Reis, Zuckerrohr, Bananen, Kaffee werden auf riesigen Plantagen produziert. Der Eisenbahnbau, Brücken, all das, was ein modernes Wort Infrastruktur nennt, sind eindrucksvolle Leistungen. Aber die Legende unterschlägt ihren Zweck, die Etablierung der Kolonialherrschaft, sowie die Methoden und die Folgen, die dieser Einbruch moderner Geldwirtschaft in eine einfache Naturalwirtschaft für die einheimische Bevölkerung nach sich zieht. Was auf den deutschen Friedhöfen Afrikas an individuellem Idealismus und persönlicher Opferbereitschaft begraben liegt, lässt sich nicht ausdrücken. Nur die Daten früher Tode sind heute noch ablesbar. Aber es finden sich auch viele Gräber, vor denen sich die Frage stellt, wo eigentlich liegt der Gegner, der in diesem Kampf fiel? Und hier beginnt der Aspekt der kolonialen Eroberung. Lange nach den ersten Missionaren nistet sich das Privatinteresse hanseatischer Kaufleute an Ostafrikas Küsten und Westafrikas großen Flussmündungen fest, die hinaufzufahren die Häuptlinge verwehren. Die Hauptware ist Schnaps. Später wird der rigorose Stammvater des deutschen Kolonialmerkantilismus, Adolf Woehrmann, dieses Kapitel mit dem Satz charakterisieren: Der Branntwein ist der Punkt, wodurch sich die Deutschen überhaupt in den Handel Westafrikas haben hineinbohren können. Die verheerenden Folgen dieses übrigens europäischen Handels haben im damaligen Deutschland eine ganze Literatur und zahlreiche Gegenorganisationen hervorgebracht.
Aber die Woermann, die Janssen und Tormählen, ihre Segler, ihre schwimmenden und festen Niederlassungen sind nur Vorläufer. Ihr Schutz der Vorwand für die Flagge. Am 14. Juli 1884 proklamiert der deutsche Generalkonsul Dr. Nachtigall in Kamerun die Oberhoheit des deutschen Kaisers über große Gebiete durch Verträge mit einigen Häuptlingen. Und jetzt wird ein Begriff geschaffen, dem unsere Sendung Fragen stellen wird. Schutzmacht. Adalbert Ovona, Professor der Geschichte in Kameruns Hauptstadt Yaoundé, sagt: Je répondrai tout de suite que du point de vue du droit international, du droit des gens, ces traités n'avaient pas. Ich würde sofort antworten, dass diese Verträge vom Standpunkt des internationalen Rechts, vom Standpunkt der Menschenrechte nicht sehr viel Wert hatten. Da Deutschland zwar ein Staat war, die Bevölkerung an dieser Küste Afrikas, heute Kamerun genannt, aber nicht, konnten die Beziehungen nicht den Status internationaler Protektoratsverträge haben. Der Hauptgrund für diese Verträge war ganz einfach, dass Deutschland verspätet Kolonialmacht geworden war. Es wollte juristische Anrechte bei internationalen Konferenzen geltend machen. Zum Beispiel auf der Berliner Konferenz, wo es erschien und erklärte: Ich habe keine Gewaltverträge mit der afrikanischen Bevölkerung unterzeichnet, sondern Protektoratsabkommen mit unabhängigen Häuptlingen. Es war eine politische Taktik der Deutschen. Avec les populations africaines, mais j'ai plutôt signé des accords d'amitié, de protectorat avec des chefs indépendants. Donc, c'était une tactique politique de la part de l'Allemagne. Oui, c'est mon père, Dika Mpondo Akwa, roi de Bonambela, qui a succédé son père, mon grand. Die Gewalt folgte dem Vertrag auf dem Fuße. In Douala bewahrt Betote Akwa das Andenken seines Vaters Häuptling Akwa, der zusammen mit den großen Bell und Dido für eine beträchtliche Summe Geldes sein Kreuz unter den Vertrag von 1884 gesetzt hatte. Aber die mächtigen Untertanen wehrten sich dagegen, isolierten die Häuptlinge und griffen zu den Waffen. Deutschland hatte sein erstes Kolonialgefecht. Den Dezemberaufstand. 10. Januar 1885, Telegramm des Konteradmirals Knorr an Berlin. Bismarck und Olga haben am 20., 21. und 22. Dezember aufrührerische Negerparteien in Kamerun mit Waffengewalt niedergeschlagen. Mehrere Häuptlinge und größere Zahl Krieger gefallen, Ortschaften vernichtet, Autorität der Flagge und Ruhe am Ort wiederhergestellt. Ostafrika. Hier wie überall hat es nie jene vorkoloniale Idylle gegeben, die der Naturschutzpark von heute seinem Publikum vorgaukeln mag. Raubzüge nach Sklaven, Seuchen, Hungersnot, Stammesfäden, aufreibender Kampf mit wilden Tieren, Häuptlingswillkür, ein ewiges Drängen und Schieben der Völkerschaften, Wandern und Umherziehen von Viehzüchtern, Ackerbauern, Jägern und Fischern. Das ist die Szene, die der deutsche Kolonialismus hier in Ostafrika betrat. Sofort taucht der Name eines Mannes von unbändiger Energie und dem nationalen Ehrgeiz, es der Weltmacht England gleichzutun, auf. Karl Peters. Die Gesellschaft für deutsche Kolonisation, der er führend angehört, lässt keinen Zweifel am Charakter der Aufgabe, die Peters ausführen soll. In ihrer kolonialpolitischen Korrespondenz vom 16. Januar 1886 heißt es: Denn auch die Kolonialpolitik will nichts anderes als die Kraftsteigerung und Lebensbereicherung der stärkeren, besseren Rasse, auf Kosten der schwächeren, geringeren. Die Ausbeutung der nutzlos aufgespeicherten Reichtümer dieser im Dienste des Kulturfortschritts jener. Als der Sultan von Sansibar, Said Bargash, gegen den deutschen Eingriff in sein Herrschaftsgebiet protestiert, erscheint wieder, diesmal in Kooperation und Wettbewerb mit England, ein deutsches Kriegsschiffsgeschwader vor afrikanischen Küsten. Am 2. April 1885 wird aus der mit einem kaiserlichen Schutzbrief versehenen Gesellschaft für deutsche Kolonisation die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft.
Von Bagamoyo aus macht sich ihr Bevollmächtigter ans Werk. Was uns interessiert, ist nicht die Geschichte der deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft, sondern Karl Peters als Kolonialtypus. Er erspart uns alle Spekulationen durch die Bücher, die er geschrieben hat. Darin schildert er in voller Offenheit, wie er Träger peitschen, in Ketten legen, niederschießen und den Löwen zum Fraße vorwerfen lässt. Wie er Dörfer niederbrennt, in 3 Minuten 8 Menschen tötet und in Afrika zum ersten Mal die befreiende Wirkung rücksichtslosen Handelns erfährt. Dieser Mann, dem später in Deutschland Denkmale gesetzt werden, schließt in Ostafrika im Namen des Kaisers Verträge ab, die die Grundlage für den späteren Herrschaftsanspruch des Reiches abgeben werden, ohne dass die afrikanischen Unterzeichner die privatrechtliche Enteignung des Landes zugunsten der deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft begriffen hätten. Als der eingeschüchterte Sultan von Sansibar ein weites Küstengebiet in den Besitz der Gesellschaft übergehen lässt, hat Deutschland seinen ersten großen Kolonialkrieg, den Aufstand Bushiris. In einer Dezembernacht des Jahres 1888 erhebt sich die herrschende Schicht an der Küste Ostafrikas, die auf dem Sklavenhandel basierende Arabermacht, die sich durch die Europäer in ihrer von den Afrikanern jahrhundertelang gefürchteten Existenz bedroht fühlt. Sie fegt die Deutschen in einem Ansturm aus dem Lande. Ihr Anführer Bushiri, ein Händler aus Pangani, hält 700 Kilometer Küste bis auf die Plätze Bagamoyo und Dar es Salaam in seiner Hand. Er findet zahlreiche Unterstützung im Hinterland. Auch hier kommen die deutschen Kaufleute nicht ohne die Soldaten aus. Am 31. März 1889 trifft der Premierleutnant Hermann Wissmann mit einer Söldnertruppe von 600 Sudanesen ein. Der Deutsche Reichstag hatte für diese Expedition im Januar 2 Millionen Mark bewilligt. Und jetzt holt das Reich die Kastanien einer privaten Gesellschaft aus dem afrikanischen Feuer. Bushiris Lager wird gestürmt, er selbst gefangen genommen und aufgehängt. Am 10. Mai 1890 ist der Aufstand niedergeschlagen. Die deutsch-ostafrikanische Gesellschaft verliert ihre Hoheitsrechte an das Reich gegen klingende Münze. Die Flagge, das Militär übernehmen auch hier die Macht. Am 1. Januar 1891 wird Deutsch-Ostafrika Kronkolonie und Wissmanns Söldnertruppe in eine kaiserliche Schutztruppe umgewandelt. Das Objekt zahlloser Unterlegenden, die Askari. Die Truppe besteht über lange Zeit aus landfremden Sudanesen und Zulus. Einheimische werden nach dem Grundsatz fern der Heimat verwendet, ein bevorrechtigtes und wie jede farbige Kolonialtruppe in einem damals vorweggenommenen Sinn antinationales Instrument unter dem Befehl weißer Offiziere. Ihr frühes Kameruner Pendant entfacht Ende 1893 den Aufstand der Polizeisoldaten. Am 23. Dezember jenes Jahres erschrickt Kaiser Wilhelm II. Über ein Telegramm des amtierenden Gouverneurs von Kamerun Leist. Jos-Platte durch Hyäne, Gouvernement und deutsche Kaufleute zurückerobert. 5 Verwundete. Das Kriegsschiff Hyäne war die Rettung der Weißen. Sklaven, die das Reich 2 Jahre zuvor in Dahomey für 320 Mark pro Stück, ihre Frauen für 280 Mark gekauft hatte, um die Männer als Polizeisoldaten zur Eroberung des Landes zu verwenden, hatten die beamteten Vertreter des deutschen Kolonialismus für 7 Tage vom Sitz der Kameruner Gouvernementsbehörde vertrieben. Einblick in die Aufstandsursachen gibt der Vorwärts, das Organ der SPD, vom 9. Februar 1894 unter dem Titel »Die Kamerun-Schande«. Die Weiber der Dahomeer wurden gepeitscht, unter den empörenden Umständen, die wir kennen. Die Hiebe wurden verabreicht mit gedrehten Peitschen aus Nilpferdhaut, wie sie dort im Gebrauch sind. Wir haben einige Exemplare hier. Jeder Schlag mit diesem fürchterlichen Folterinstrument zerreißt die Haut und nun gar die nackte Haut und zieht eine fingerdicke, blutende Strieme. Leists Rache ist ebenso blutig wie aktenkundig. Jesko von Puttkammer, dessen Gouvernementspalast in Buea die Zeiten unversehrt überdauert hat, wird 6 Jahre später sein koloniales Bekenntnis an das Auswärtige Amt so formulieren. Es sei das Los aller Naturvölker, sich zu beugen oder zu weichen.
Was diese Auffassung für die Stämme Kameruns bedeutete, illustrieren zwei Artikel des Hauptmanns A.D. Ramsay in den Nummern 4 und 5 der Jahrbücher über die Kolonien. Kampf gegen die Malimba und Bokoko, die Bakwiri, Miang und Abo, gegen die Buli und Bachenga. Von 1891 bis 1912 ein 20-jähriger Krieg, der kaum einen Stamm verschont und bei dessen umfangreicher Rekonstruierung der Verfasser nur bedauert, dass er nicht noch nachdrücklicher geführt worden sei. Die Eroberung Kameruns aber trägt den Namen des Majors Hans Dominik. Betote Akwa gibt uns in Douala diese Charakteristik. Major Dominik, ein mächtiger Mann, ist in das Stammesgebiet der Häuptlinge eingefallen und hat dort großen Schaden angerichtet. Er erhängte Menschen, schlug ihnen Nägel in die Köpfe und versetzte ihnen 25 Hiebe mit der Nilpferdpeitsche. An manchen Tagen hat er 10 Menschen umgebracht. Und Professor Adalbert Ovona, Direktor der Pädagogischen Hochschule in Yaoundé, über Dominik? Ein weiteres Beispiel. Major Dominik begab sich, um Aufstände niederzuschlagen, in den Südosten Kameruns. Er hat dort, wie man berichtete, alle Menschen, die er antraf, ausgerottet. Männer, Jünglinge, Frauen, Kinder. Alle mussten dran glauben. Wir können annehmen, dass dort mehrere hundert Personen umkamen. Tout y a passé. Par conséquent, nous pouvons également considérer là que plusieurs centaines de personnes sont mortes. Wie Karl Peters hat auch Hans Dominik für die Nachwelt selbst zur Feder gegriffen. Seine Bücher Vom Atlantik zum Tschadsee und Kamerun, 6 Kriegs- und Friedensjahre, liegen vor. Sie offenbaren einen Kolonialtypus von grauenhafter Roheit. Verkohlte Leichen, das Wimmern von Verwundeten in brennenden Hütten, die schauerliche Klage gefangener Frauen, wenn sie die Köpfe ihrer Männer, die Dominiks Truppe als Triumphzeichen heimbrachte, erkannten. Prügel, Brandschatzung, Verwüstung und die Eröffnung von Angriffen auf Afrikaner mit dem Ruf Weidmanns Heil. Das sind die Schilderungen einer Lektüre, die jedem zugänglich war und ist. Die Hohenzollern verliehen Hans Dominik ihren Hausorden und Deutschland setzte ihm nach seinem Tode Denkmale. Die blutige Geschichte der kolonialen Eroberung Kameruns, dessen Widerstand völlig im Zeichen der Stammesaufsplitterung stand, wird in der Langwierigkeit afrikanischen Widerstandes von keiner anderen deutschen Kolonie übertroffen. Die Verluste, die Kriege, sind anderswo größer. Ein Jahr nach dem Bushiri-Aufstand beginnt in Ostafrika der Krieg gegen die Wahehe. Die Wahehe sind heute noch ein stolzes Volk. Damals waren sie zwischen Küste und innerafrikanischem Seengebiet Herrscher, denen jede Karawane Zoll entrichten musste. Über das Motiv ihres Widerstandes gegen die Truppen des Kaisers sagt der Enkel des sagenhaften Häuptlings Mkwawa, der Speaker des Parlaments von Tansania, Chief Adam Sapi. Of course they didn't want. Natürlich wollten sie nicht beherrscht werden von einer deutschen oder irgendeiner anderen Regierung. Das ist der Grund für den großen Widerstand gegen die deutschen Versuche, den Stamm der Wahehe zu besetzen oder zu unterwerfen. Pankraz Mkwawa, Häuptling Mkwawas Sohn, der Onkel Adam Sapis, erinnert sich, wie der Krieg begonnen hat. Am 17. August 1891 bereiten die Wahehe der Truppe unter dem Kommandeur von Zelewski bei Rugaro eine der schwersten militärischen Niederlagen der deutschen Kolonialmacht auf afrikanischem Territorium. 10 gefallene Weiße, 291 Afrikaner. Reste entkommen unter dem Leutnant von Tettenborn. Aber eine Chance, Sieger zu bleiben, hatte kein afrikanischer Stamm gegen die waffentechnische Katastrophe des Maximgewehrs.
Aber es dauerte bis 1896, ehe der Widerstand der Wahehe gebrochen war. Der hartnäckige Kleinkrieg ihres Häuptlings Mkwawa ging weiter, bis zu seinem Freitod am 19. Juli 1898 in hoffnungslos isolierter Lage. Die Kolonialakten nennen den Fachausdruck für Eroberung und Unterwerfung immer wieder Pazifizierung, Befriedung. Die Legende benutzt ihn, wie auch den Ausdruck Durchdringung, nach wie vor. Ein Netz von befestigten Stationen unverwechselbaren Stils, in Ostafrika Boma genannt, aber auch in den drei anderen afrikanischen Kolonien errichtet, weisen ein militärisches Verwaltungssystem besonderer Art als Grundlage der Kolonialherrschaft aus. Der Major beim Stabe des 2. Nassauischen Pionierbataillons 25, Ernst Nickmann, hat im dienstlichen Auftrag die Geschichte der kaiserlichen Schutztruppe in Ostafrika geschrieben und 1911 herausgegeben. Ihre authentischen Skizzen geben die Unterlage für unsere Grafik. Jeder dieser weißen Flecken bedeutet einen Aufstand, eine militärische Aktion. Die Arbeit Nickmanns beginnt mit dem Bushiri-Aufstand 1888 und endet mit dem Jahre 1910. Das weiße Drittel im Süden der Kolonie wird am Schluss unserer Sendung noch seine Klärung finden. Dies ist der Aspekt der kolonialen Eroberung. Und die Legende hat bis auf den heutigen Tag kein Verhältnis zu ihr gefunden. Zu groß ist der Gegensatz zu jener patriarchalischen Idylle, die sie immer noch malen möchte. Wo sie am Kriege nicht vorbeikommt, sieht sie ihn und seine Motive noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit den Augen der Kolonialepoche. Und das ist ein Punkt, wo sie wieder besseres Wissen handelt. Denn dann eben ist, wie Sie im Vorspann gesehen und gehört haben, Samuel Maharero schuld am Untergang seines eigenen Volkes und der General von Trotha tritt auf als Rächer für schwarzen Raub, Diebstahl und Mord. Sie, meine Damen und Herren, werden gleich erleben, dass es so nicht gewesen ist. Denn die Legende vergisst dabei eines: die Akkuratesse deutscher Archive, die Präzisionsarbeit des deutschen Generalstabs. Die Kolonialepoche hat den Katalog all dieser Kriegszüge und, wie sie es nannte, Strafexpedition amtlich aufgeblättert. Es ist ein endloser Katalog und oft genug versehen mit dem einzig wahren Motiv, nämlich der militärischen Festigung der Kolonialherrschaft. Ein Zeitalter, das nicht ahnte, einst Objekt einer nationalen Legende zu werden, hat mit großer Gründlichkeit Buch geführt. Nach 20-jähriger Herrschaft wird das deutsche Kolonialsystem in Afrika und nicht zuletzt wegen einer eingeborenen Politik, mit der sich unsere zweite Sendung näher befassen wird, an den Rand der militärischen Katastrophe, des politischen Bankrotts und der Finanzkraft des Reiches getrieben. Die drei Stichworte lauten Hottentottenkrieg, Herero-Aufstand, Maji-Maji. Südwestafrika. Hier engagierte sich Bismarck zum ersten Mal offiziell. Am 24. April 1884 schickt er sein berühmtes Telegramm an den deutschen Konsul Lippert in Kapstadt, das die rivalisierenden Engländer wissen lässt, die Erwerbungen des Bremer Kaufmanns Lüderitz stehen unter dem Schutz des Reiches. Und auch hier erscheint an Bord der Möwe Gustav Nachtigall und schließt Verträge. Im ersten Bericht der mit 800.000 Mark Kapital gegründeten Kolonialgesellschaft Südwestafrika für das Geschäftsjahr 1885-86 kommt ein Satz vor, der das Schicksal zehntausender Afrikaner vorwegnimmt. Die einheimische Bevölkerung würde sich der Niederlassung von weißen Viehzüchtern feindlich gegenüberstellen. Von den Einwohnern des Landes, Hottentotten, Hereros, Buschmännern, Ovambos, Damaras, liegen die Hottentotten und Hereros in ständiger Fehde. Aber sie haben einen gemeinsamen Feind. Major Theodor Leutwein, erst Landeshauptmann, dann Gouverneur von Südwest, erklärt, eine nur auf Verträge gegründete Kolonialpolitik in einer Besiedlungskolonie erscheint auf die Dauer nicht durchführbar. Entweder muss man beide Rassen gleichstellen oder die eine mit Waffengewalt unterwerfen. Das war das klassisch formulierte Programm für die Eroberung Deutsch-Südwestafrikas. Der offene Kampf beginnt mit der Erstürmung des Hottentottenlagers Hornkranz durch Hauptmann von François.
aber seinem listigen Gegenspieler, Hendrik Witboy, gelingt es, sich mit fast allen waffenfähigen Männern zu retten. Der erste Krieg der verstärkten, hier ausschließlich weißen Truppen gegen die Hottentotten dauert anderthalb Jahre, bis zum August 1894. Dann wird Witboy in einem neuntägigen Gebirgskrieg in der Naukluft besiegt. Aber es zieht kein Friede ein in Südwest. Die Annalen verzeichnen zahllose Kriegszüge. Gegen die Kauas-Hottentotten, die Ost-Hereros, die Swart-Boys, die Bondelswarts. Häuptlinge werden hingerichtet, die Truppe verstärkt. Auf den dreijährigen kolonialen Großkrieg, der dann am 12. Januar 1904 losbricht, ist sie nicht vorbereitet. An diesem Tag erhebt sich das Volk der Hereros unter seinem Häuptling Samuel Maharero gegen die deutsche Herrschaft. Die kriegsgeschichtliche Abteilung 1 des großen Generalstabs nennt in ihrer minutiösen Darstellung den Grund des Kampfes mit entwaffnender Offenheit. Wer hier kolonisieren wollte, musste zuerst zum Schwerte greifen und Krieg führen. Aber nicht mit kleinlichen und schwächlichen Mitteln, sondern mit starker, achtunggebietender Macht bis zur völligen Niederwerfung der Eingeborenen. Das ist das Schicksal, dem die Hereros zuvorzukommen versuchen. Während das Gros der weißen Truppe im Süden des Landes gegen die Bondelswarts kämpft, drängen die Aufständischen den vom Zeitpunkt wie immer überraschten Gegner in die Defensive. Aber dann entsendet das Reich den Mann, dessen Namen mit dem ersten Völkermord unseres Jahrhunderts verbunden bleiben wird, den Anhänger der physischen Rassenvernichtung, Besieger der Wahehe und Teilnehmer gegen Chinas Boxeraufstand, General von Trotha. Nach dem blutigen Gefecht am Waterberg vom 11. August 1904 bricht die Masse des Herero-Volks durch die deutsche Linie und zieht sich, von allen anderen Rückzugswegen abgeschnitten, in das Sandfeld, das gefürchtete Durstgebiet der Omaheke-Wüste zurück. Erlass an die Hereros: Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volke zurück oder lasse auf sie schießen. Das sind meine Worte an das Volk der Hereros, der große General des mächtigen Kaisers von Trotha. Das Ziel aller militärischen Maßnahmen von Trothas ist die Vernichtung der Hereros. Die Omaheke wird abgesperrt. Der Bericht der kriegsgeschichtlichen Abteilung 1 gibt die Länge des Sperrgürtels mit 250 Kilometern an. Hier die Schilderungen von Augenzeugen am Schluss des Generalstabsberichtes. Von Ondovu ab bezeichnete ein im Omuramba ausgetretener Fußpfad, neben welchem Menschenschädel und Gerippe und tausende gefallenen Viehs lagen, den Weg, den anscheinend die nach Nordosten entwichenen Hereros genommen haben. An vielen Stellen war in 15 bis 20 Meter tiefen aufgewühlten Löchern vergeblich nach Wasser gegraben worden. Alles lässt darauf schließen, dass der Rückzug ein Zug des Todes war. Die mit eiserner Strenge monatelang durchgeführte Absperrung des Sandfeldes vollendete das Werk der Vernichtung. Die Kriegsberichte des Generals von Trotha aus jener Zeit enthielten keine aufsehenerregenden Meldungen. Das Drama spielte sich auf der dunklen Bühne des Sandfeldes ab. Aber als die Regenzeit kam, als sich die Bühne allmählich erhellte und unsere Patrouillen bis zur Grenze des Bechuana-Landes vorstießen, da enthüllte sich ihrem Auge das grauenhafte Bild verdursteter Heereszüge. Das Röcheln der Sterbenden und das Wutgeschrei des Wahnsinns, sie verhallten in der erhabenen Stille der Unendlichkeit. Der Generalstabsbericht schließt mit den eigenen Worten: Das Strafgericht hatte sein Ende gefunden. Die Hereros hatten aufgehört, ein selbstständiger Volksstamm zu sein. Strafgericht. Wofür? 80.000 Hereros blieben im Sandfeld. Kanzler von Bülows Erklärung gegen von Trothas Ausrottungsstrategie kam zu spät. Bei Aufstandsbeginn auf 100.000 Köpfe geschätzt, zählen die Hereros nach der letzten amtlichen Statistik des Jahres 1913 noch 21.699 Menschen. Den Überlebenden wird das Eigentum am Boden ihrer Väter abgesprochen. Aber der Untergang des Herero-Volkes ist noch nicht das Ende des kolonialen Großkrieges in Südwest. Als Hendrik Witboy erfährt, dass nun auch die Hottentotten entwaffnet werden sollen, bricht im Oktober 1904 der große Hottentottenkrieg aus gegen einen Gegner, der seine Gnadenlosigkeit im Sandfeld gerade demonstriert hatte.
Jetzt muss das Reich Verstärkung schicken. 1904-1905 stehen 13.400 Mann deutscher Truppen in Südwest. Es ist die große Stunde und das große Geschäft der Würmann-Reederei. Der 2,5-jährige Guerillakrieg fordert zusammen mit dem Kampf gegen die Hereros 3.000 weiße Gefallene und mit Nachträgen eine 3/4 Milliarde Goldmark an Kosten. Auf den Haifischinseln sterben, wie im Reichstag 1907 bekannt wird, 1.200 Hottentotten, andere in der Kameruner Verbannung. Der Weg für die weiße Siedlungskolonie Südwestafrika ist frei. Aber alles wird übertroffen von dem großen Aufstand in Deutsch-Ost, jener nationalen Erhebung gegen die koloniale Fremdherrschaft, der afrikanischen Tragödie des Maji-Maji. Der Aufstand bricht Ende Juli 1905 in den Matumbi-Bergen los und breitet sich in wenigen Wochen über den ganzen Süden des Landes. Maji-Maji, Wasser, das ist der Zauberspruch, der die Aufständischen unverwundbar machen soll. Aber selbst der Gouverneur, Graf von Götzen, hält den Aufstand nicht für einen Religionskrieg. Wieder wird die Kolonialmacht völlig überrascht. Dann schlägt sie zurück. Mit Askari, von denen viele auf den Bruder und die Schwester schießen. Was immer die Ursachen dieser größten Bauernrevolte gegen die koloniale Fremdherrschaft im Afrika vor 1914 sein mochten, die Masse der Opfer fordert nicht der im März 1906 beendete Krieg, sondern die Politik der verbrannten Erde durch die Kolonialmacht. Die Felder werden abgeerntet und dann vernichtet. Der Anbau neuer Feldfrüchte systematisch verhindert. Die Wohnstätten niedergemacht. Angesichts der zwischen 60.000 und 80.000 geschätzten Totenziffer des Maji-Maji, angesichts unserer noch unvollkommenen Statistik wilhelminischer Kolonialkriege, die den Vergleich mit der Gewalttätigkeit und der Kriegsgeschichte jeder traditionellen Kolonialmacht aushalten, stellt unsere Sendung die Frage: Schutzmacht. Wen hat diese Macht geschützt? Im amtlichen Jahresbericht von 1907 heißt es: Was dem Maji-Maji-Aufstand folgte, war schlimmer als offene Kämpfe. Wen Krieg und Hunger verschont hatten, fiel Seuchen zum Opfer. Den schlecht genährten Müttern versagte die Milch, die Kindersterblichkeit war enorm. Insgesamt ein unsagbar trauriges Bild. Und Agnes Sapuli, die 23-jährige Frau eines afrikanischen Priesters der anglikanischen Kirche, schreibt am 28. Februar 1907 an Hochwürden Child: Wir und alle Menschen in unserem Dorf sind in der gleichen Verfassung. Wir leiden unter großem Hunger. Seit meiner Geburt habe ich niemals solche Not erlebt. Ich habe Hunger gesehen, aber keinen der Menschen tötet. Viele sind gestorben, weil sie wilde Früchte gegessen haben. Manche sterben nicht gleich, sondern erst, wenn sie gute Nahrung zu sich nehmen, die sie gewohnt sind, wie Hirse, Mais oder Bohnen. Dann blähen sich ihre Bäuche auf, sie fühlen sich schlecht und sterben. Ich glaube, dass die Kinder von St. Agnes sich nicht vorstellen können, dass eine Hungersnot so aussieht, weil sie, denke ich, seit ihrer Geburt keinen Hunger kennengelernt haben. Sie mögen ihn gespürt haben für eine Stunde oder zwei, doch nie haben sie einen Menschen vor Hunger umkommen sehen. In der Bibel haben sie von einer Hungersnot gelesen, aber sie können nicht wissen, wie sie in Wirklichkeit ist.